Haben wir das. So, zerstöre die gewaltigen Knochen, den Weg blockieren. Na komm. Manchmal habe ich das Gefühl, es geht da weiter, aber dann geht es da doch nicht weiter. So, da hinten ist ein gewaltiger Knochen. Sehr gut. Dam, 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 dam. So, das ist noch ein. Ich würde nicht sagen Boss, aber da ist auf jeden Fall ein Special-Monster da hinten. Das will ich platt machen auf jeden Fall. Stärke, Alter! Zum Glück hat ein Halterin getrunken, sonst wäre ich tot gewesen. Mensch, müsste mir jetzt ganz schön große Viecher unterwegs gewesen sein, wenn du solche Knochen hast. Überprüfe den dritten Nahrungsspeicher. Na gut. Also ich finde es irgendwie krass, muss ich sagen. Weil entweder gibt es hier mal Kokosamen und ich bin einfach nur blind. Oder die sind so gut versteckt, dass ich sie einfach nicht sehe. Bin ich mir gerade nicht sicher. Eine klebrige Wand blockiert den Weg. So, wir gehen erstmal den Quest lang. Immer eins nach dem anderen machen. Ist ganz wichtig. Immer ein Schrittchen nach dem anderen. So, zerstöre die gewaltigen Knochen, die den Weg blockieren. Okay. Zack. Dann sind die Ameisen hier dort. Dann kommt der ganze Rest hier. Überprüfe den Hohlraum in der tiefsten Stelle. Oh, das ist ein Haufen Eier hier. Finde die riesige Ameisenkönigin. Okay. Hallo? Yeah.
Oh. Klacki klack. Okay, dann haben wir die ganzen schicke Ameisendrohne. Okay. Ich möchte nur wissen, ob hier noch was drunter ist. Okay, schade. Ich dachte, das ist vielleicht ein Mokoko-Samen oder irgendwas dann versteckt, aber offensichtlich nicht. So, Lied der Flucht. Melde dich bei Tamara. Okay. Kriegen wir hin. 31 Mokoko-Samen. Ich bin begeistert. Ah. Ist das hier eigentlich? Raid Signatus, okay. Ist das in irgendwelche Raids? Aber ich habe keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Das, muss man irgendwann mal einer erklären, irgendwie dann. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob ich überhaupt schon teilnehmen kann oder so. Absolut keine Ahnung. Diese verflixten Ameisen sind weg. Das reicht. Ich will ja nicht die gesamte Spezies auslöschen. Das wäre eine völlig absurde Idee. Schließlich liegt mir als Forscherin die Natur im Herzen. Ich will sie nur nicht sehen. Verstehst du? Ja, ist mir klar. So, du hast Mutpunkte erhalten. Okay. So, dann sprich mit Labordirektorin Julia. Dann machen wir das eben mal. Auf zum Next Level. Dam, 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 dam. Raschel, raschel. Ich muss die Pflanzen einsammeln. Ich brauche mehr Stufen noch beim ich brauche meine legendäre Sammler haben leuchtende Hände. Arkpass Saisonmission. Okay. Eine Spezialistin? Was machst du hier? Mit dir reden, Julia. Und du bist auch nur Inspektorin? Schatzmeisterin Sascha hat dich also geschickt, um das Wrack zu untersuchen, ja? Oh, du musst das Luftschiff meinen, welches auf der Schrottebene abgestürzt ist. Aber warum bist du deswegen hier? Wie bitte? Ob wir der Technologieabteilung nicht beim Bau des Luftschiffs geholfen haben? Das ist eine Beleidigung für dieses Labor. Und Technologe Krause ist nicht die Art Person, für die du ihn hältst. Du willst ihm nur die Schuld daran geben, genau wie damals, als der Bau des Valentiers abgebrochen wurde. Wenn du mir nicht glaubst, dann frag ihn doch selbst. Krause ist gerade auf dem Zwielichthügel. Wow. Reden wir nochmal mit ihm. Erstmal ein paar Pflanzen einsammeln noch.
brauche nämlich noch ein paar Stufen, nämlich. Sehr schön. Habe ich neue Items gekriegt? Neue Ohrringe, ja. So. Ah, einen neuen Hut noch, sehr gut. Ich muss unbedingt mal aufräumen dann. Das ganze Inventar mal loswerden. Halt, das ist ein komisches Monster. Wait, what? Huh? How? Wait, was zum Teufel? Wieso killt mich der denn instant? What? Das ist ganz schön peinlich. Wow, das ist nicht passiert, ihr habt nichts gesehen. Das war ja mega peinlich jetzt. So. Bin wieder da, ich bin übelst erschöpft. Was hast du denn gemacht? Und willkommen zurück. Wer ist da? Der Zutritt ist nicht gestattet. Ja. Oh weh. Muss ich jetzt gegen ihn kämpfen? Sprich mit Technologe Krause. Wer du bist, schau dich sofort weg von hier. Nein. Das Chaos-Portal wird... Verdammt, es ist zu spät. Setzen wir dem ein für alle Mal ein Ende. Diese Dämonen werden Stern nicht erreichen. Oh, schön. Oh, das war ja episch. Oh nein, ich muss hier raus. Ah, lass mich raus! Au. Au, ich kam nicht mehr raus. Besiege den Mond im Chaosportal. Ja, okay. Autsch. Ganarok, what?
Ah, es juckt. Autsch. Autsch, ciao. Okay. Ich bin beeindruckt. Die Welt wird mit jedem Tag kränker. Mit jedem Tag werden die Dämonen stärker. Kazaroth wird bald wiedergeboren werden. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Götter uns retten. Wenn wir überleben wollen, müssen wir uns selbst retten. Okay. So, Age Title. Ja, ich habe ein paar Commands hier, das stimmt. So. Wärst du schwach, würden wir uns nicht auf diese Weise unterhalten. Okay. Ich habe dein Bild in der Zeitung gesehen, die Bastion mitgebracht hat. Lutheras Ritterin und die Spezialistin von Todrich. Du bist besser, als man sagt. Haben Bastion und Sascha dich geschickt, um mich zu überprüfen? So, warst du der Drahtzieher dieser Ereignisse? Ich dachte, du als Zykiner würdest mich verstehen. Wir brauchen Macht, um gegen die Dämonen zu kämpfen. Ist das nicht der Grund, warum du Arthetine verlassen hast? Evolution geht unausweichlich mit Veränderung einher. Soweit ich weiß, sind Inspektoren nicht dazu befugt, den Technologen zu verhaften. Du siehst nicht so aus, als hättest du das vorgehabt. Lass uns von ihr verschwinden. Ich halte meine Taten für richtig. So denkst du sicherlich auch über deine. Was? Da kam noch ein Dialog, aber den habe ich nicht mehr lesen können. So, sprich mit Labor. Direktorin Julia. Kann ich die mittlerweile sammeln? Nein. Vegetationsfachmann brauchen wir dafür. Okay. Achso, Julia sitzt da hinten. Okay. So, interessant. Ich fände es aber irgendwie besser, eine andere Perspektive von der Kamera. Also keine Vogelperspektive. Aber sonst anscheinend ein sehr gutes Spiel. Ja, ist halt so klassisch so MMO-mäßig. Also es ist ja meistens so, dass es das dann von oben ist. Das macht auf jeden Fall Spaß, ja. Ah, dieser Kerl spinnt wieder. Die Materialien, auf die alle so verzweifelt gewartet haben, sind endlich da und diese Maschine hat natürlich wieder den Geist aufgegeben. In einem Notfall wie diesem geht nichts über Handarbeit. Würdest du diese Kiste zu unseren Forschern bringen? Schließlich bist du genau zur passenden Zeit hier. Bring die Materialkisten zu Malpor. Stan hat die Materialien für das Nebelhornlabor geschickt. Auf einige davon warten die Forscher schon länger. Ich kann helfen, indem ich ihnen die Vorräte bringe. Das ist ja kein Problem. Ich mach gerne den Logistiker. Und bring eine Kiste darüber. Dam, dadam, dadam. Irgendwann baue ich ein Luftschiff. Glaub mir! Ah, das sind die Materialien, auf die ich schon lange gewartet habe. Vielen Dank. Ich war so meine Forschung vertieft, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass sie eingetroffen sind. Endlich kann ich diese Formel lösen. Sehr gut. Irgendwann baue ich. Sie wollen, dass ich meinen Forschungsbericht umschreibe. Ups, falscher Knopf. Wollte ich gar nicht. Oh, ich habe aus Versehen irgendein Item verwendet. Ups. Krause ist unschuldig. Die Technologen arbeiten zum Wohle von Arthetine. Mhm. Ja, und drum springt man den, will man den Dynamo in die Luft jagen. Der Valentier sollte der Allgemeinheit Vorteile bringen, auch wenn er nie fertiggestellt wurde. Ich werde nie verstehen, warum der Administrator und die Schatzmeisterin seine Mühen nicht zu schätzen wissen.
Wir wissen nicht, woher diese unidentifizierte Luftschiff und die Überreste all dieser Riesenroboter stammen. Alex ist davon überzeugt, dass sie der königlichen Garde gehörten und vermutet, dass jemand die Materialien zu ihrer Herstellung geliefert hat. Ihr zufolge dürfte es wohl das Nebelhornlabor gewesen sein. Ich soll dorthin fahren, um mit der Aufseherin Julia zu sprechen. So. Ich brauche unbedingt eine Truhe, ich muss mal... So. Okay. Okay, du kennst also Krause. Was denkst du, was für ein Mann er ist? Tja, ein entschlossener Mann, ein sturer Mann. Er ist entschlossen. Ja, Krause gibt nie auf, auch wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Darum bauen wir alle auf ihn, aber wenn es um Valentier geht, hüllt er sich in Schweigen. Wir müssen ein wachsames Auge auf das Nebelhornlabor behalten. Bastion ist davon überzeugt, dass es sich bei dem Stein, den der Hase sucht, um das Herz von Skeptrum handelt. Es versorgt jeden Winkel von Arcetine mit Energie. Wenn wir das verlieren, folgt nichts als Chaos. Wir müssen es beschützen, damit die Konstruktion der Sonne niemals abgeschlossen wird. Bitte bleib in Nebelhorn und beobachte die Lage. Ja, die Frage ist, ich check nicht so ganz, was die eigentlich alle vorhaben hier. Du bist ja immer noch hier. Ja, hast du gut festgestellt. Jetzt willst du uns helfen? Was für eine Überraschung. Schließlich hattest du uns ja nicht geglaubt. Also gut, wenn du das wirklich willst, wir brauchen Wogenenergie, hüllt das Gebiet, was auch immer das ist, von jemand, der stark ist. Die Bestien in der Nähe des Labors terrorisieren meine Forscher. Bitte kümmere dich um sie. Wenn du fertig bist, melde dich bei Forscherin Mana. Wenn ich noch mehr Zeit und ein höheres Budget. Hat noch nie ein Forscher und Wissenschaftler und Entwickler jemals gesagt. Mehr Budget und mehr Zeit. Dam, dadam, dadam, dam. Jedes Jahr fürchte ich mich davor und jetzt ist es wieder soweit. Die Kostenabrechnungen müssen gemacht werden. Wir Forscher sind zwar intelligent, aber wenn es ums Geld geht, sind wir nicht gerade verlässlich. Wenn die Finanzabteilung diese Kostenabrechnungen sieht, wird sie uns sicher Fragen stellen, zu denen wir keine genauen Antworten geben können. Dennoch müssen wir sie einreichen, sonst wird uns noch Betrug vorgeworfen. Inspektoren, bitte sammle die Kostenabrechnungen der Forscher hier ein und bringe sie zur Degri in der Finanzabteilung. Sammle die Kostenabrechnungen ein. Sprich mit Forscher Rell, sprich mit Forscher Mikkel, sprich mit Forscher Alaune. Zeit, die Ausgaben niederzuschreiben. Degri will, dass die Kostenabrechnungen der Forscher eingesammelt werden. Ja. Irgendwann baue ich ein Luftschiff. Glaub mir. Ja, mach mal. Der Bauplan dieser jungen Mari war beeindruckend. Forscher Alaune. Wir brauchen mehr Geld. Weißt du, wie teuer dieses neue Kühlmittel ist? Well. Geld hätte ich auch gern mehr. Forscher. Die Kostenabrechnung, die habe ich völlig vergessen. Tja. Forscher Mikkel. Erklärung Monatsmittel einreichen. Wir haben ein bisschen mehr ausgegeben, als wir zur Verfügung hatten. Aber das Projekt ist es wert. Mhm. Sagt man immer. Inspektorin, hast du diese Abrechnung eigenhändig eingesammelt? Um so eine belanglose Aufgabe hättest du dich nicht kümmern müssen. Aber Dankeschön. Ich mache mir schon Sorgen, wie schlampig die Abrechnungen wohl gemacht worden sind. Zumindest hat diesmal jeder eine Abrechnung eingereicht. Was? Jeder hat ein anderes Formular verwendet? Damit kann ich nichts anfangen. Ich muss hier wohl alle herzitieren und die Formulare vor meinen Augen ausfüllen lassen. Ich wusste, dass so etwas wieder passieren würde. Ja, wer macht schon gerne Abrechnungen? Ich habe meine Steuererklärung gemacht, das habe ich schon gehasst wie die Pest. Also ich kann das nachvollziehen, wie nervig das ist. So. So.
So, besiege die Wüstenbestien. Ich glaube, die meinen euch damit, ha? Ja, 8 Stück müssen wir besiegen davon. Ach so, Wüstenbestien, das sind allgemein die Viecher hier. Gleich mal eine Ledertasche aus dem Krokodil machen hier. Und das war's hoffentlich. Jawohl, melde dich bei Mana. So, die ist da hinten. Aber lauf erstmal dahin, weil da ist ein Wegpunkt. So. Hervorragend. Warum ruckelt denn das Spiel so stellenweise so? Das ist echt mega nervig. Ah, schön. Und die Kamera ist wieder eingefroren. Geil. Ja, da stehe ich ja drauf. Oh, das geht mir echt ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen. So, durchschneide diese Kakteen. Valu-Kakteen. 1 von 8 Kakteen besiegen. Okay. Okay. Okay, ich möchte mal gerade wissen, was das hier schon wieder ist, dass mir gerade der Rechner so komplett amok läuft. Das ist echt ein Spaß gerade. Das regt mich ultra auf. Dieser Rechner geht mir auf den Geist. So, mit den Kakteen-Quest abgeschlossen. Vor allem das Spiel ruckelt auch die ganze Zeit jetzt, wie zum... Hast du gerade permanent zum Microfreezes dann? Das ist ganz schön lästig. So. Wow, danke, dass du den Weg von den Bestien befreit hast. Okay, damit hallo wieder in Richtung YouTube, da sind wir wieder. Ich habe hoffentlich die Audio-Probleme behoben. Das sollte hoffentlich alles funktionieren jetzt. Das heißt, es gab nur Ton bei der letzten Mission, also zumindest in-game und so, aber von mir nur ganz gering, glaube ich. Da ist irgendwas kaputt gegangen. So. Wow, danke, dass du den Weg von den Bestien befreit hast. Ja, gerne doch. So, jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr darum machen, dass ich auf dem Rückweg zum Labor vielleicht getötet werde. Ist ein ganz guter Vorteil. Musst du eigentlich sofort ins Labor zurück? Wieso? Nein. Großartig! Könntest du mal beim Hoverboard-Labor vorbeischauen? Ich habe schon eine Weile nichts mehr von dort gehört. Der Roboter, den ich dahin geschickt habe, ist auch noch nicht zurück. Ich mache mir Sorgen, dass etwas passiert sein könnte. Das Hoverboard-Labor. Geh zum Hoverboard-Labor. Waren wir da nicht schon mal? War das nicht das, wo wir da der einen da geholfen haben? Oder ist das wieder ein anderes Labor jetzt? Bin mir so unsicher gerade.